Das hier sind mehrere 10.000 Tonnen Müll. Illegal abgeladen. Von solchen illegalen Deponien gibt es hunderte in Deutschland. So groß habe ich es auch noch nie gesehen, ey. Was ist denn das? Hammerhart. Ein Millionengeschäft, bei dem Müll quer durch Europa transportiert wird. Das ist halt echt groß. Ich kenne das halt, also jeder, also gerade im Osten würde ich sagen, kennt man das, dass es halt so Stellen gibt, wo man einfach weiß, da fahren Leute Sachen hin, die Geld kosten würden, wenn sie sie entsorgen. Also ich spreche hier auch wirklich von Asbest. Ich könnte euch Stellen zeigen, wo Asbest liegt. Hier, auf meiner schönen Insel. Gibt's. Liegt der Isoliermaterial unter anderem, also hier liegen jetzt Metallteile, Gummireste, da werden, also so bei mir jetzt in der Umgebung ist es so, dass Sachen entsorgt werden, die Geld kosten würden, wenn man sie wegbringt. Und das ist schon, gerade bei Asbest, jemand, der sich, also wenn sich von euch damit einmal beschäftigt hat, Asbest, es kann halt, ist gefährliches Zeug, ist Teufelszeug. Und das muss in einer bestimmten Art und Weise verbrannt werden. Da gibt es spezielle Unternehmen und wenn ihr eine Halle habt, die mit Asbest gedeckt ist und ihr wollt es entsorgen lassen, das ist richtig teuer. Und da zieht dann der ein oder andere, zieht dann vor, des Nachts unter Taschenlampenlicht den Scheiß zu demontieren, seine eigene Gesundheit dabei zu gefährden, weil Asbeststaub halt krebserregend ist. Und die dann sozusagen privat in Wald und Flur zu entsorgen. Und Dunlop. Ich will verstehen, wie kann es sein, dass Kriminelle mitten in Deutschland illegal Müll auftürmen? Umweltgefährdender Stoff, flüssig, steht hier drauf, Glyphosat. Und ich will wissen, wie gefährlich solche Deponien sind. Oh, guck dir die Plörre an, Alter, da gönn dir mal einen Schluck. Ja. Bei jeder kriegst 500 Euro, wenn du einen Schluck nimmst. Nee, danke. Bruder, nicht mal für 30 Millionen Euro. Nee, lass mal, da lebe ich lieber unter der Brücke als sowas. Also grundsätzlich ist natürlich so eine illegale Mülldeponie in der Nähe eines Trinkwassereinzugsgebietes ein No-Go. Das ist unglaublich. Und das Thema ist präsenter, als wir uns das gerne über Recycling würden. Und illegale Plastikexporte haben wir beim Y-Kollektiv schon berichtet. Hallo Sebastian. Nicht aber über illegale Müllgeschäfte in Deutschland. Für diesen Film arbeite ich zusammen mit Michael Billig. Danke für den Follow-up. Er recherchiert seit mehr als 5 Jahren zu dem Thema. Klar, diese Exporte nach Südostasien, das ist auch übel. Ist sehr übel. Aber da ist aber sehr viel drüber berichtet worden. Und was hier innerhalb unseres Landes abläuft, das ist irgendwie, haben ganz viele scheinbar gar nicht auf der Agenda. Wie geht's dir, Sebastian? Als freier Journalist dokumentiert Michael illegale Müllhalden in Deutschland. Allein in Brandenburg sind es aktuell 127. Ja gut, Brandenburg, komm. Ist das überhaupt ein Bundesland? wenn ich seine Karte sehe, kriege ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, ne? Schon krass. Ja. Mir geht's gut, Sebastian, das freut mich. Mir geht's auch ganz gut. Wissen die meisten nicht, dass man Müll verkaufen kann, wenn er wiederverwertbar ist. Hamsterbacke, es gibt Müll, den man verkaufen kann. Die Leute haben ihren Fokus aber lieber auf Edelmetallen, also Kupfer zum Beispiel. Aber auch da entsteht wieder Müll. Darf ich dir ein Beispiel geben? Es gab bei uns auf der Insel, gab es mehrere Brände im nördlichen Teil der Insel. Und dann hat man ein paar Wochen später, hat man im Wald einen Polen erwischt, der Kupferkabel, die übliche Hergehensweise ist nicht, dass man das Kabel einfach abisoliert, sondern dass man viele Kabel sammelt, auf den Haufen schmeißt, Feuerchen macht, die Gummiummantelung des Kabels schmilzt und dann hast du da hinterher so einen schönen dicken Klumpen Kupfer oder halt diese Drähte Kupfer übrig. Da entsteht auch Müll. Und dann hast du solche Leute, die das entweder liegen lassen oder wenn sie es überhaupt noch entsorgen, dann fahren sie es eben auf solche illegalen Halden. Und für bestimmten Scheiß bezahlst du halt, wenn du es ablieferst, ja? Und viele Leute wollen nicht dafür bezahlen, dass ihr Müll entsorgt wird, sondern den wollen sie kostengünstig loswerden. Für mich geht das schon los, wenn ich sehe, dass bei uns am Strand Leute sind, die nehmen sich ihren Monte mit und ihren hier Joghurt zum Knicken und keine Ahnung was, naschen das Zeug, schmeißen das Plastik einfach in Sand. 50 Meter, also bei uns steht mindestens alle 100 Meter der Mülleimer. Das ist zu weit. 100 Meter oder 50 Meter laufen, wenn man genau in der Mitte sitzt, um seinen Müll zu entsorgen. B111, die Leute fahren am Meckes ran, gönnen sich was, schmeißen den Scheiß aus dem Fenster während der Fahrt. Das ist
Menschen sind so. Und wenn sie dann für die, und das sind so Kleinigkeiten, wo sie für die Entsorgung ihres Mülls nicht bezahlen müssen. Jetzt mal ehrlich, ein Urlauber, der herkommt, die Kurtaxe ist unter anderem auch, wird hergenommen für die Entsorgung des Mülls. Und die Leute lassen trotzdem ihren Dreck am Strand liegen. Das ist schon. Und für manche sind selbst diese 5 Euro zu viel, das entsorgen zu lassen. Und gerade wenn es jetzt um bestimmte Schadstoffe geht, was wir hier garantiert gleich sehen werden, also ich meine, der eine, da lacht Glyphosat und so weiter. Gerade wenn es um bestimmte Schadstoffe geht, die Sondermüll und so weiter sind, das kostet dann halt ein bisschen mehr. Und da wollen die Leute nicht das und so weiter, ja. Ist halt. Ich laufe immer 20 Meter Umweg nach meiner Leberkässemmel wegen der Alufolie. Ist richtig so. Oder man sammelt halt. Leute, die sowas machen, die wünschen auch in Form von Autoaufklebern einem jungen, asiatischen, engagierten Mädchen den Tod. Verrückte Welt, in der wir leben. Okay. Dort rotten geschätzt 5 Millionen Tonnen Müll vor sich hin. Das Alter. Ist mehr, als die Einwohner der 7 größten deutschen Städte zusammen in einem Jahr in ihre Mülltonnen werfen. Guck mal, Prenzlau, gibt's das überhaupt noch? Oder haben die Russen das damals nur überflogen, als sie, oder die Amis, als sie bombardiert haben, Kappa? Brandenburg. Zwei besonders krasse Fälle wollen wir uns anschauen. Wir sind unterwegs in Brandenburg, auf dem Weg zur, nach unseren Recherchen, größten illegalen Plastikmülldeponie Deutschlands. Da ist Michael schon. Weil wir nicht wissen, was für Schadstoffe hier rumliegen, ziehen wir Schutzkleidung an. Profis hier am Werk, ne? 62.000 Tonnen Müll liegen hier. Das ist mir unbegreiflich. Genehmigt wurde diese Anlage als eine Art Zwischenlager für Müll, der ja, dann an Verbrennungsanlagen geliefert wurde. Nicht aber zur dauerhaften Lagerung. Doch genau das hat der Betreiber gemacht. Und das ist dann nicht mehr das, wovon ich eben noch sprach, dass das im privaten Bereich stattfindet, sondern das hier ist wirklich Industriestandard, mehr oder weniger. Da ist irgendein Unternehmen, das für die Müllabfuhr zuständig ist und dann wird der Müll da einfach hingekippt. Ich meine, das ist jetzt, da ist eine kleine Ortschaft im Hintergrund, das sind vielleicht 800 Meter, 1000 Meter. Da wird der Müll einfach. Da muss ich mein Land mal loben. Bei uns in Österreich kannst du fast alles kostenlos entsorgen, also als Privatperson bis 100 Kilo. Ja, den Scheiß fahren die zu uns. Siehst ja, wo der hier drauf steht. Das ist Ösi-Müll. Obwohl, das Müllproblem war mir schon bekannt, und zwar in Italien, dass in Italien die Mafia mit Müll und so weiter, dass es da große Probleme gab und dass teilweise der Scheiß einfach, da wurde ein Loch gebuddelt rein damit und dann wieder zugekippt, aber das ist halt in Deutschland, das ist krass. Als auffiel, hier Müll dauerhaft auftürmte, verhängte die Behörde einen Annahmestopp. Das war 2012. Brie-Käse verstehe ich, jetzt liegen bin ich voll bei dir. Mindesthaltbarkeitsdatum, was war das? 2017, da vorne 2016. Genau, Dezember 2017. Also die hatten die hier jahrelang schon auf dem Schirm, hatten den Verdacht, dass das hier illegal ist, von ausgegangen, dass das hier wesentlich größere Mengen waren, und der hat einfach weitergemacht. Genehmigt hatte die Behörde eine Menge von 5000 Tonnen und auch, welchen Müll der Betreiber annehmen durfte, nämlich nur aussortierte Reste aus der Papierherstellung. Doch auch diese Auflage interessierte ihn offenbar nicht. Spätestens 2010 hätte der Schwindel gestoppt werden können. Bei einer Kontrolle fiel ein LKW auf, der Müll anlieferte, der nicht genehmigt war. Der Fall beschäftigt plötzlich viele verschiedene Behörden: Umweltamt, LKA und Staatsanwaltschaft. Das LKA flog damals über das Gelände und machte Luftbildaufnahmen. So bemerkten die Behörden die großen Mengen an Müll. Verdammt. Ja, keiner mal. Ist ja bloß, ich sag ja, ist ja bloß Brandenburg, ne? Da kriegt man sowas nicht mit. Ich glaube, Brandenburg ist auch bis zum heutigen Tage nicht wirklich auf irgendwelchen Karten zu finden. Also nicht präzise. Das hat man, glaube ich, bis heute nicht geschafft, das zu kartografieren. Das ist bis heute noch so ein bisschen wie Bermuda-Dreieck. Man munkelt, dass es Brandenburg gibt, aber sicher sind wir uns nicht. Auf illegalen Anlagenbetrieb. In einem Schreiben muss sich der Betreiber rechtfertigen. Der redet sich halt raus. Ich weiß nicht, hat er sich die ausgedachte Zahl oder was? Auf jeden Fall ist er natürlich schön unter 5000 Tonnen geblieben. 4460 Tonnen. Also auf dem Papier sieht das alles ganz super aus. Vor Ort aber zeigt sich uns ein ganz anderes Bild. Diese Mengen und die Art von Müll, die hier rumliegen, wurden nie genehmigt. Also da, mit dem, was ich hier in dem Bild sehe, würde ich auf jeden Fall bestimmt 5000 Tonnen füllen können. Die Behörden haben den Betreiber auf dem Schirm und ließen ihn davonkommen. Aber auch das hier ist ja ein Mischmasch aus Plastik, Holz, Drähte,
Kabel, CDs liegen da, irgendwelche Sprühdosen, Verpackungen. Silbereisen, nicht weiter darauf eingehen. Androhung von Gewalt, er lässt Twitch nicht zu. Auch wenn das witzig gemeint ist. Scheiße, ey. Boah, was ist denn das? Oh, das ist noch Schaum. Nicht die Idee jetzt. Oh. Da Bauschaum. Nee, aber jetzt bin ich zumindest raus aus dem. Ich sink hier richtig ein. Das ist Isoliermaterial. Ach, das ist so eklig, ne? Richtig eklig. Das hier sind Mullbinden, Wundauflagen, bergeweise. Wenn das da drin ist, dann sind da garantiert auch Nadeln und so eine andere Scheiße drin. Möchte ich fast wetten, Alter. Was zur verdammten Hölle. Im Proben, die wir im Labor auf verschiedene Schadstoffe analysieren lassen wollen. Manches, was wir auf der Deponie finden, stellt uns vor Rätsel. Zum Beispiel das hier. Sieht aus wie große Kunststoffbahnen. Auch hier nehmen wir Proben. Seit 2017 ist die Anlage nicht mehr in Betrieb. Die Firma ist insolvent. Eine Sache überrascht uns besonders. Also was auffällt ist, wir haben ja auf der ganzen Deponie sicher Müll aus Dänemark. Und zwar nicht eine Fuhre oder zwei, sondern über Jahre ist hier scheinbar Müll aus Dänemark angekommen. Man muss jetzt auch mal bedenken, dass die ganzen Weichmacher sich lösen. Er hat da gerade an was rumgefummelt, was ziemlich klebrig aussah. Und wenn jemand von euch im Besitz von Kunststoffgegenständen ist, die schon eine gewisse Lebenszeit hinter sich haben, gerade so Kunstleder hat gerne diese Eigenschaft, aber es gibt auch andere Kunststoffe, die werden im Laufe der Zeit, manche werden spröde, bröselig, brüchig, und es gibt aber auch welche, die werden weicher im Laufe der Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Die werden klebrig, schmierig, ganz komisch, das Zeug. Ich will nicht, dass sowas da liegt. Ich meine, ich weiß allgemein, dass selbst wenn der Müll jetzt nicht da liegt, dann liegt er woanders, leider. Aber das kann nicht sein. Also, ein Problem, das man wieder angehen muss. Wieder ein Problem, das man angehen muss. Also hier Joghurt, irgendwas, ja, was ist das? Eine Fischdose oder irgendeine Konservendose jedenfalls. Und davon gibt es eine jede Menge. Also Verpackungsmüll, Hausmüll aus Dänemark ist hier auf jeden Fall in nicht unerheblichen Mengen gelandet. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den Betreiber. Das Verfahren wurde 2011 gegen eine Zahlung von 2000 Euro eingestellt. 2000 Euro für so ein Umweltvergehen? Krass. Also da bin ich härter dran, wenn ich mich von einem Bullen beim öffentlichen Urinieren erwischen lasse. 2000 Euro für diese Mülldeponie, die ihr bis jetzt gesehen habt, also das ist garantiert, die Kamera empfängt nicht alles oder erfasst nicht alles, und wir wissen nicht, wie tief diese Hügel, also wie hoch der Boden aufgebaut ist mit Dreck. Und gegen, als Ordnungswidrigkeit, 2000 Euro. Junge, das krieg sogar ich noch bezahlt. Das krieg sogar ich aus eigener Tasche noch bezahlt für so eine Umweltsünde. Das ist ja cool. Ist doch klar, mehr als 5000 Tonnen Müll sind doch nicht wirklich nicht so schlimm wie öffentliches Urinieren. Ja, da gebe ich dir recht, Jerry. Wisst ihr was? Ich werde ab heute meinen Müll auch nicht mehr bezahlen. Den werde ich selbst entsorgen. Ich kümmere mich um das Problem. Wo war das nochmal in Brandenburg? Ist ja nicht so schlimm. Und wenn ich dann einmal alle paar Jahre 2000 Euro zahlen muss, ist das immer noch günstiger als das, was ich im Jahr für die Müllabfuhr bezahle. Und die schmeißen am Ende meinen Müll auch noch da oben rauf. Alter, das ist anders krank. Fass es nicht, ey. Es handelte sich hierbei um ein Verwaltungsverfahren. Heißt, es wurde lediglich wegen Verstoß gegen behördliche Auflagen ermittelt. Oh. Ein Strafverfahren hat es nie gegeben. Oh ja, warum auch? Der Fall zeigt, ernsthafte Konsequenzen müssen die Müllschieber kaum fürchten. Wenn die Täter überhaupt angeklagt und verurteilt werden, sind die Strafen oft mild. Das belegen etwa Zahlen aus dem brandenburgischen Justizministerium. Zwischen 1994 und 2015 endeten 90% der Fälle, die überhaupt vor Gericht landeten, mit einer Geldstrafe. Und der Müll liegt immer noch hier. Soll niemand was sagen, wir nehmen unseren Scheiß wieder mit. Wir wollen den ehemaligen Anlagenbetreiber konfrontieren, wollen wissen, ob und wann er die illegalen Müllberge beseitigen wird. Moin, Fassel. Laut den Unterlagen der Behörden wohnt er selbst in dem Dorf, an dessen Rand er seine illegale Deponie aufgeschüttet hat. Niemand öffnet.
Wir bekommen seine Handynummer und den Hinweis, dass er seit kurzem in einer Ferienhausanlage wohnen soll. Wir fahren hin. Vor der Kamera will er nicht sprechen. Ja, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich kam jetzt gerade nach Hause, bin dann direkt angesprochen und war sichtlich überrascht, als er uns sah und wir uns als Journalisten vorgestellt haben. Wollte dann auch erstmal schnell rein und so und hat sich dann doch noch 2-3 Minuten genommen und meinte auch, naja, ihn trifft schon Schuld, er ist der Eigentümer des Grundstücks. Hat aber angedeutet, dass er, ja, dass es da andere Beteiligte gibt. So ein bisschen, ja, dass er übers Ohr gehauen wurde, dass man aufpassen muss, mit wem man Geschäfte macht. Also, ein bisschen lustig finde ich es ja schon, dass man jetzt für diese Doku jemanden genommen hat, der sehr öko und esoterisch aussieht, oder? Nicht, dass mich irgendwas an seinem Aussehen stören würde, aber irgendwie sendet man ja natürlich mit seinem Aussehen auch Signale. Ich meine, ich habe auch lange Haare und das sendet an viele Leute ein Signal. Das ordnet mich ja definitiv einer gewissen musikalischen Szene auch irgendwo zu, metallisch und so weiter. Ist halt irgendwo schon cool. Hippie-Bratze-Kappa. Nee, aber im ersten Moment denkt man, gerade auch durch die Positionierung seiner Haare, dass man sich, also ich dachte jetzt erst, er hätte Dreadlocks, was ich auch cool gefunden hätte. Aber es ist schon wieder, bedient schon fast wieder so ein gewisses Klischee, oder? Als wenn es niemanden sonst interessieren würde. Hey, ich würde so eine Doku auch machen. Ich habe leider bloß keine Dreads oder laufe so alternativ rum. Fiel mir auch direkt ins Auge. Es ist halt wieder ein Stereotyp, nach dem man handelt. Aber letzten Endes wird man durch sowas auch wieder ein bisschen bestätigt. Ich finde es nur schade, dass manche das jetzt wieder, alleine sein Auftreten, sein Aussehen nehmen würden und sagen würden, das ist doch sowieso so ein Öko-Hippie. Komm, der macht doch wieder, der berichtet doch wieder einseitig. Der guckt da nicht mit beiden Augen drauf, sondern der sieht nur das, was er sehen möchte. Ist halt, ah, shit. Der Mann, mit dem wir gerade gesprochen haben, ist Eigentümer des Grundstücks und war bis zur Insolvenz der Firma Betreiber der Anlage. Seine Antworten sind vage, konkreten Fragen weicht er aus. Am nächsten Morgen sind wir nochmal mit ihm verabredet, aber er ist nicht da. Er geht nicht ran. Tja. Wir konfrontieren ihn auch noch einmal schriftlich. Aber hübsche Augen hat er, sieht ein bisschen müde aus. Antwort. Ja, gut. Der Fall liegt derzeit beim Landesumweltamt, das entscheiden muss, wie es mit der illegalen Deponie weitergeht. Die Behörde antwortet uns, ein Anlass zur Probenentnahme war aufgrund der Lagerung von genehmigten, ungefährlichen Apfelarten bisher nicht gegeben. Was? Leute, da liegt der Plastikscheiß einfach so auf blankem Boden. Da löppt die Suppe einfach nur so runter und die sagen, es ist nicht gegeben. Euer Scheiß ernst? Das ist unser Land, in dem wir leben. Das ist die Exekutive. Das muss man sich der Zunge zergehen lassen. Genehmigte, ungefährliche Abfallarten. Der Typ hat die Behörden jahrelang getäuscht. Seit mindestens 10 Jahren wissen die Behörden, dass hier viel zu viel nie genehmigter Müll rumliegt. Und noch immer ist die Rede von genehmigten, ungefährlichen Abfallarten. So bleiben die Behörden im wahrsten Sinn auf dem Müll sitzen. Sie werden das Grundstück wohl mit Steuergeldern aufräumen müssen. Geschätzte Kosten 8 Millionen Euro. Gib mir ein paar Handschuhe und bezahlt mir den Ausfall, wenn ich nicht auf Twitch streame oder ein bisschen mehr und ich helfe euch beim Aufräumen, Alter. Oh. Und jetzt kommt CEO. Wir wollen uns eine zweite illegale Deponie anschauen. Sie liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Habe ich sofort erkannt, ich brauche bloß einen Ton, Alter. Erst vor einem Jahr wurde zuletzt Müll abgeladen. So gut, ey. Für diese Anlage gibt es keine Genehmigung. Ich pisse auf das Mike und... Sie ist also komplett illegal. Auf Satellitenbildern ist zu erkennen, wie die Müllberge über die Jahre... S-S-I-O... Der Dude, sieht müde und alle aus, weil er sich dem Thema mit Herz widmet, eine Art der Ohnmacht, die vielleicht zu Schlafstörungen führen könnten. Bestimmt. Vielleicht auch, weil er ab und zu einen bufft. Weiß ich nicht. Er sieht müde aus. Das war auch keine wertende, also war von mir auf jeden Fall nicht wertend gedacht. So, jetzt, du wolltest was sagen bei dir. Nee, ich hab's vergessen. Oh. Das macht der Drogenkonsum, oder? Absolut, ja. 12.30 Uhr, wer kennt nicht den alltäglichen Drogenkonsum von mir? Was, Bruder? Was, Bruder? Ja, ich meine, mir geht das Thema auch an die Nieren, weil ich das ja nicht in dem Maßstab, Himmel bewahre, aber es gibt bei uns hier auch Mülldepots, die jetzt einmal so groß sind wie mein Raum hier, also knapp 20 Quadrat. Da wird auch alles hingeschmissen, Reifen und so weiter. Und damit rede ich jetzt nicht von den Silos, wo die Bauern ihre Reifen liegen haben, um die Planen zu beschweren. Davon spreche ich nicht. Das sehe ich nicht so kritisch. Sondern wirklich Stellen, wo TV-Geräte, Asbestplatten, Kunststoff, Hausmüll, alles. Alles. Und auch so Terpentin und so eine Scheiße auch in solch wird. In Kanistern noch.
Und das Ding ist, ich habe früher in der alten Strandkorbwerkstatt in Zünnowitz habe ich immer gespielt. Das war auch so eine Deponie. Und da waren die Dächer waren mit Asbest gedeckt. Und es war in das war wie, waren wie Garagen. Und da waren auch fast bis unter die Decke teilweise Asbestplatten. Und als Kind wusste ich das nicht. Und bin da drauf rumgeklettert, drauf rumgesprungen. Und es war mir als Kind eine große Freude, diese Asbestplatten durchzubrechen, durchzutreten. Kann gut sein, dass ein Teil meiner geschädigten Lunge, also einen Teil meiner Lungengeschichte definitiv darauf zurückzuführen sein könnte, wenn man denn wollte, dass man da, da müsste ich aber, glaube ich, biopsieren lassen, um festzustellen, ob Asbestfasern oder sowas. Wenn ich drüber nachdenke, kriege ich immer ein kleines bisschen so ein flaues Gefühl im Magen. Will ich mich ehrlich gesagt nicht zu viel damit beschäftigen, aber ja. Es war schon in meiner Kindheit so. Angehäuft wurden. Mehr als 20 Jahre ging das so. Aus unseren Recherchen wissen wir, das Grundstück liegt in einer Trinkwasserschutzzone. Nee, Medical, aber X-Ray Film Processing für Röntgen. Röntgenaufnahmen. Silber. Ja, ich meine, das fällt auch auf Autowerkstätten, Krankenhäuser, Baustellen. Ich habe das Gefühl, es ist so viele Verpackungen, also Verpackungsbranche. Die aber nicht aus dem Hausmüll kommen, sondern die nie im Handel waren. Die Verpackung, das hier ist leer. Na, ein bisschen ist auch noch drin. Auch noch eine Pfütze drin, ne? Ja, hier ist jede Menge. Und dann finden wir noch das hier. Umweltgefährdender Stoff, flüssig, steht hier drauf, Glyphosat. Ist Glyphosat, ja? Ja, steht hier drauf. Naja, komm, Glyphosat ist doch mittlerweile so anerkannt. Das dürfen die Bauern doch per Gesetz, dürfen das doch versprühen. Ist doch gesund. Der eine Mann aus der Glyphosat-Lobby hat doch gesagt, man könnte das literweise trinken und es wäre nicht gefährlich. Und dann hat man ihm doch ein Glas angeboten und er hat dankend abgelehnt. Woran das liegen könnte, frage ich mich jetzt. Ich kann es überhaupt nicht erklären, du mal lieber. Ganz ehrlich, ich finde Glyphosat, also ich bin der Meinung, wir sollten dieses Glyphosat-Shaming endlich aufhören, ja? Das Bier schmeckt mit Glyphosat einfach gleich viel süffiger. Ja? Soll mir einer mal das Gegenteil beweisen? Kappa. Nee. Also, Glyphosat, ja, aber bei Glyphosat muss ich sagen, das ist doch hausgemacht, das Problem. Glyphosat ist doch erlaubt. Da brauchen wir uns über den einen Kanister nicht aufregen. Wir lassen es ja im großen Maßstab zu. Da finde ich die ganzen anderen Dinger drumherum noch viel schlimmer, weil die dürfen eigentlich gar nicht mal raus. Also, ich finde es schon scheiße, dass man Glyphosat überhaupt zulässt und dass man das in Erwägung zieht. Aber das ist ja erlaubt. Sagt der deutsche Staat. Finden wir toll. Das ganze andere Zeug drumherum für die Entwicklung von Röntgenbildern ist ja glaube ich, auch ein. Also, Röntgenbilder sind, glaube ich, mit viel Silber und keine Ahnung was. Also, ist jetzt auch nicht unbedingt das Geilste für die Natur. Pff, krass. Hallo, Helen. Ich hoffe, dir geht's gut. Alter, was geht? Ja, hier ist dasselbe nochmal. Und in den Dokumenten der Behörden stand, dass die wohl alle leer seien, diese Verpackungen. Aber wie man hört, ist hier noch was drin und wir haben jetzt schon einige gefunden, auch große Kanister, wo noch Reste zumindest drin waren. Und viele von denen sind auch geschreddert oder aufgeplatzt oder so, also wer weiß, ob da nicht auch noch was drin war. In einem Schreiben der zuständigen Wasserbehörde heißt es, bei Regenwetter kommt es zur Abspülung und damit zur Verunreinigung des Oberflächen- und Grundwassers. Damit ist eine Gefährdung des Trinkwassers für die Stadt Rostock gegeben. Das Schreiben endet mit einem Appell. Es ist erforderlich, die Fläche sofort von diesen Materialien zu räumen. Das war bereits 1994. Seitdem ist immer mehr Müll hinzugekommen. In was für einem Kackland leben wir eigentlich, dass da noch Müll dazukommt, obwohl es heißt, soll geräumt werden? Was ist mit unserem Land los? Nochmal. Wir sind gerade dabei, dass alles gegendert werden muss. Wir schaffen es aber nicht, solchen Müll zu beseitigen? Das finde ich echt ein bisschen schwer zu verdauen.
In einem Land, in dem wir uns mehr dafür interessieren, wann Greta das letzte Mal gefurzt hat, dass solche Müllberge, die mir unbekannt sind bis heute, was mich auch ein bisschen aufregt, warum das so ist. Ich hätte es gerne schon früher gewusst. Ich würde sogar helfen beim Wegräumen, Leute, wenn das irgendwie möglich ist. 94. Ich bin 89 geboren. Da war ich 5. Da haben die das als Thema schon gehabt, dass dieser Müll da vielleicht weg sollte. Ist in Ordnung. Geil, Britney Spears auf der Pepsi-Packung. Das ist ja geil. Gute alte Zeiten. Wieso haben die Behörden das illegale Treiben nicht längst gestoppt? Auf unserer Anfrage teilt die zuständige Umweltbehörde mit, dass 2015 eine Vor-Ort-Kontrolle stattgefunden habe. Ergebnis laut Behörde: Ein illegaler Anlagenbetrieb bestätigte sich nicht. What? Die Behörden hatten doch schon fast 20 Jahre vorher geklärt, dass auf dem Grundstück im Trinkwasserschutzgebiet überhaupt kein Müll lagern darf. Auf diesen offensichtlichen Widerspruch geht die Behördenleiterin auch auf Nachfrage nicht ein. Das ist dann so ein bisschen nach dem Prinzip, nun liegt der Müll schon da, es liegt ein Verstoß vor und alles, was weiterhin dazu kommt, zählt praktisch auf den ersten noch oder so. Meine Fresse, in was für einem dämlichen Land leben wir eigentlich? Hallo Justin. Eben die Praktikanten dahin geschickt. Also wenn da nicht irgendwie nee, weiß nicht, keine Ahnung. Da müssen Gelder geflossen sein. Da werden Leute bestochen. Da wird beschissen und hast du nicht gesehen. Terido, der YOLO ist nicht mehr da, der hat schon Feierabend gemacht. Behördenleiterin geht darauf nicht ein. Die Behörde müsste eigentlich auch Auskunft geben. Dafür ist die Behörde doch da, oder nicht? Also wenn ich als Bürger nachfrage, müsste ich doch von der Behörde auch eine gewisse Auskunft kriegen. Ich will jetzt nicht Name, Anschrift von dem Eigner haben. Das steht mir nicht zu. Aber die Behörde ist doch auch ein Institut, das letzten Endes die Interessen von mir als Bürger vertritt. Und wenn ich hingehe und sage, schauen Sie mal, mir ist aufgefallen, da ist ein Müllplatz. Wie verhält sich das denn da, dass Sie dann darauf auch eingehen müssen und sagen müssen, darfst du nicht. Ich muss mir mein Trinken auffüllen. Hast schon, woher willst du das wissen? Ja, YOLO, du hast vorhin gemeint, du gehst. Das ist so dumm einfach. Dumm. Die Behörde, die dafür zuständig ist, verweigert jegliche Auskunft. YOLO Bär sagt bei Ida, sag was. Was? Guck mal, YOLO, er hat sogar dreimal was gesagt. Nur für dich. Willkommen in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass mir das nicht schon bewusst ist, aber ich, keine Ahnung, sowas verwundert mich halt doch jedes Mal wieder aufs Neue. Das ist halt, weiß nicht. Grundwasserschutzgebiet vom Staat, einen Titel verliehen, Zuständigkeit, ich muss weg. Das ist wie bei Hornbach. Können Sie mir vielleicht... Hier war doch gerade noch einer. Hallo, ich brauche nur kurz Hilfe. Da kommt jetzt ein Echo, hallo. Und dann das Tumbleweed. So ein loser Busch durch die Hallen. Hinten in der Gartenabteilung, ja. Und da wundern wir uns, dass in so einem Land unter anderem die Reaktion auf eine Pandemie so miserabel ausfällt, wie sie nun mal ausgefallen ist. Wie schön. Wir kriegen ja nicht mal die kleinsten Kleinigkeiten geschissen, Alter. Eine Mülldeponie, die illegal angelegt wurde. Das geht so nicht, sagt der deutsche Gesetzgeber. 20 Jahre später, da ist jetzt noch viel mehr Müll dazugekommen. Keine Aussage zu dieser Geschichte.
Das ist so ein bisschen so, ich mach die Augen zu und das Problem ist nicht da. Cool. Genial. Aber wie ihr, Greta ist einmal mit der Bahn gefahren, da meckern die Naturschutzaktivisten. Noch besser. Greta ist ja nicht mit der Bahn gefahren. Moment, es gab einen Appell. Ja, natürlich. Richtig, Space Rider, das ist ja das Nächste. Bei Greta, der Mann, der ihre Yacht gesteuert hat, ist mit ihr und dem Boot rübergefahren und dann nach Hause geflogen. Ja. Ich möchte ihn nur nochmal darauf hinweisen. Da werden sich die 500 ins Gesicht gehalten und die sehen nichts mehr. Ich habe definitiv den falschen Beruf erlernt. Ich glaube, ich würde mich auch in so einer äußerst korrupten Bundesdienstleistungsangelegenheitsanstaltsstelle, würde ich mich da echt, glaube ich, wohlfühlen. Schön mit dem dicken Bauch, Tasse Kaffee. Na hör mal, du hast da so ein illegales Mülldeponiechen, ne? Ich habe ja meine Augen gerade auf so einen schönen Hermann-Miller-Stuhl gelegt. Könntest du ja mal überlegen, wie sehr der mir gefallen würde. Vielleicht ist er so bequem, dass ich doch noch einfach ein paar Dokumente nicht bearbeiten kann. Oder irgendwie so. Das geht halt gar nicht an. Ey. Alle ein Wir Klassen. Finden auch jede Menge Verpackungen vom Fleischwarenhersteller Gutfried. Sieht aus wie Industrieabfall. Auch hiervon nehmen wir Proben und fragen bei Gutfried nach diesen Verpackungen. Die Antwort: Wir haben keine Kenntnis über die von Ihnen genannten Entsorgungsunternehmen und die Entsorgung der Verpackungen in den Jahren 2000 bis 2004. Wir haben keine Kenntnis von unserer Entsorgung. Ist auch gut. Ah, schön, schön. Oh Gott. Das hier sind geschredderte Kabel. Mit diesem Granulat sind die ganze Hügel aufgeschüttet, die das Gelände zur Straße hin von Blicken abschirmen. Von Weitem sieht das Zeug aus wie Kiesberge. So. Ja. Hier liegt reihenweise, bergeweise, tja, was ist das? Gummi, Autoreifen, Treckerreifen. Auch dieser Müll kommt nicht aus Deutschland. Holland, Dunlop aus Holland. Boah, es riecht auch richtig nach Gummi hier. Na, und da sieht man auch so ein bisschen verkohlt da, ne? Und dazwischen ist es so ein bisschen wie am Strand. Ja, oder Konfetti-Party, genau. Wir fragen bei Dunlop nach. Das Und genau sowas bringt mich wieder zu dem Punkt vorhin zurück, dass wir wahrscheinlich den großen Filter nicht mehr überstehen, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, mit solchen Problemen umzugehen. Weiß ich nicht. 20 Minuten da für EFT? Ja, mach langsam Party. Mal gucken. Daneben antwortet, man habe keine Erklärung, wie der Abfall hier gelandet sei. Diese illegale Deponie hier, die es nie hätte geben dürfen, existiert seit 26 Jahren. Dahinter steckt nach unseren Recherchen eine Unternehmerfamilie aus Norddeutschland. Ihr gehört eine Reihe von Firmen mit Niederlassungen in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg und London. Viele inzwischen insolvent. Auf unsere Fragen, die wir ihnen zukommen lassen, erhalten wir keine Antwort. Weiß nicht. Ich versuche dann, man ist ja so, ne? Ich versuche dann immer so ein bisschen mit mir zu vergleichen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich damals das Angebot hatte, für Triebwerk Werbung zu machen. Und solchen Leuten ist es einfach scheißegal, dass irgendwo tonnenweise Müll in die Natur geschmissen wird und dort vor sich hin verrottet oder das wird angezündet oder sonst was. Meine Fresse, wie skrupellos kann man einfach sein? Das ist. Aber ja, geil. Ich glaube, wir schaffen das wirklich noch, uns alleine auszulöschen. Ich glaube, da sind wir. Das kriegen wir noch hin, diesen Schritt. Wir sind ja auf dem besten Wege. Solche Leute sind auf jeden Fall, ja. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft. Geschätzte Kosten für die Räumung laut Umweltbehörden. Ja, Silbereisen, hast du recht. Im Notfall sagt die Industrie, dass Arbeitsplätze in Gefahr sind. Obwohl alle paar Jährchen wird irgendwo ein Werk geschlossen, dann werden Tausende entlassen. Da interessiert es auch niemanden. Aber wenn es um sowas geht, ja, wir müssen den Müll anders entsorgen. Dann, ja, aber wenn wir mehr Müll entsorgen müssen, den richtig entsorgen müssen und so, oder das Recyceln, da gehen Arbeitsplätze drauf, weil das dann teuer wird. Und dann sagt, ja, true. Zu 4 Millionen Euro.
Inzwischen hat die Umweltbehörde selbst Proben nehmen lassen. Spricht uns gegenüber von... Guckt euch mal das an, wie weit das eigentlich geht. Der Hügel hier hinten, Mann. Das ist ein Riesenplatz. Das ist nicht mal mehr Fußballfeldgröße. Wenn ich die Ausmaße mir angucke, was das für ein gigantischer Platz sein muss. Und wenn ich mir vorstelle, die haben schon eine kleine Ordnung drin. Aber wie viel das einfach ist. Überwiegend gleichen Abfällen. Wir wollen jemanden sprechen, der direkt neben den illegalen Müllbergen seinen Schrebergarten hat. Was da nun passiert oder ob da überhaupt was passiert, das ist ja immer so dahingestellt. Ne? Aber so wie das da ist, kann es ja nicht sein. Ist ja nicht gerade ein kleiner Haufen. Ne? Ja, und ich will gar nicht wissen, was das alles ist. Ne? Das will ich gar nicht wissen. Ja. Das ist ja dann auch wieder so eine Frage. Ne? Ist dann alles so umweltkonform und so weiter. Ne? Wir wollen das schon ein bisschen wissen und deswegen horchen wir uns erstmal so ein bisschen um. Ein paar Wochen später erhalte ich die Analyseergebnisse unserer Proben. Nachgewiesen sind Schwermetalle, Weichmacher, die von der EU als fortpflanzungsgefährdend eingestuft sind, und andere Schadstoffe in teils deutlich erhöhten Konzentrationen. Der Toxikologe Edmund Maser von der Uni Kiel bewertet die Ergebnisse. Ja, Sie haben in Ihren Proben Schwermetalle gefunden, angefangen von Arsen, Blei, Quecksilber, Cadmium, Nickel und Kupfer. Das sind natürlich gesundheitsschädliche, giftige oder sogar krebserregende Substanzen, diese Schwermetalle. Und das Problem ist, dass die durch die illegalen Mülldeponien eben mit dem Sickerwasser in den Boden gelangen, dann im Trinkwasser oder auch überhaupt in dem landwirtschaftlich genutzten Wasser erscheinen und dann eben den Menschen belasten. Ich will von ihm wissen, wie er die gemessenen Werte einordnet. Wenn ich mir die Werte für Quecksilber und für Arsen anschaue, dann sind die bei Ihren Proben um den Faktor 4 erhöht. Das heißt, vierfach über dem, was so als Grenzwert in der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung vorgegeben ist. Ja, dann liegt auf jeden Fall eine Straftat vor. Dann ist das eigentlich der Straftatbestand der, fahrlässigen Gefährdung von Körperwohl oder irgendwas. Oder fahrlässige Körperverletzung, könnte man doch schon sagen. Vor allem, wenn das ganze Bundesgebiet, wenn da Kartoffeln angebaut werden, die auch international, dann ist derjenige, der diese Anlage betreibt, sollte vor Gericht gezerrt werden, wegen Körperverletzung. Jetzt müsste man nur jemanden finden, der auch schon Auswirkungen hat. Aber eigentlich, bei solchen Dingen muss nicht mal jemand sein, der an sich schon so geschädigt ist, dass man das Ergebnis sieht, sondern es reicht die bloße Vermutung aus, weil wir einfach Referenzwerte haben. Das kann doch nicht sein, dass so einer nicht vor Gericht gestellt wird. Der Toxikologe erklärt, welche Gesundheitsschäden diese Schwermetalle verursachen können. Arsen ist zum Beispiel ein Zellgift. Das kann die Leber und die Lunge schädigen. Und von Arsen weiß man, dass es auch krebserregend ist. Und bei Kindern kann Arsen zu Entwicklungsstörungen führen. Von Quecksilber weiß man, dass es die Nervenzellen schädigt. Und Quecksilber kann zu Missbildungen bei ungeborenen Kindern führen. Und Cadmium ist auch krebserregend, schädigt die Nieren, die Lunge und vor allen Dingen die Knochen. Ich erzähle ihm von der Deponie in Mecklenburg-Vorpommern, von der wir wissen, dass sie sich in einer Trinkwasserschutzzone befindet. Also grundsätzlich ist natürlich so eine illegale Mülldeponie in der Nähe eines Trinkwassereinzugsgebietes ein No-Go. Das ist unglaublich. Als letztes möchte ich von Herrn Maser wissen, ob die Behörden aus seiner Sicht fahrlässig handeln. Eigentlich hätten sie eine richtige Bodenprobe, also hätten, glaube ich mal, also auf irgendwo da zwischendrin auf 1,5 Meter oder sowas, sich mal kurz mit so einer Art Rohr und hätten eine Bodenprobe, weil wenn ich jetzt von der Oberfläche was nehme, es ist klar, die giftigen Stoffe sind da. Aber um ein richtiges Ergebnis zu kriegen, wie viel wirklich in der Umwelt landet, müsste ich eine Bodenprobe nehmen. Die könnte letzten Endes auch schlimmer sein, weil die Materialien liegen ja schon eine ganze Weile da. Und ein Großteil von den Schadstoffen ist sicherlich sogar schon durch Wind und Wetter ausgelöst. Und in den Boden. Und dann müsste man eigentlich im Umkreis bei sämtlichen Gewässern noch Gewässerproben nehmen, um festzustellen, okay, sind die Werte erhöht oder sonst wie. Dass man da ein richtiges Bild zeichnen kann. Jetzt nicht nur den Müll von der Oberfläche da was abkratzen, Deckelchen drauf und eigentlich haben sie ja den Müll getestet oder die Suppe, die daneben fließt, sondern wirklich eine Bodenprobe nehmen und aus der ganzen Umgebung, um dann ein Bild zeichnen zu können, eine richtige Karte und das Ganze dann auch vor Gericht zu bringen. Wenn ich Anwohner einer solchen illegalen Mülldeponie wäre, würde ich mir wünschen, dass die zuständigen Behörden gesprächsbereit sind, dass sie zugänglich sind und alles in Bewegung setzen,
um so eine illegale Mülldeponie so schnell wie möglich zu beseitigen. Am Ende dieser Recherche ist mein Eindruck, die Behörden lassen die Müllschieber oft zu leicht davonkommen. Das geht auf Kosten der Umwelt, vielleicht sogar auf Kosten unserer Gesundheit. Und am Ende zahlen in vielen Fällen die Steuerzahler die irren Kosten für die Räumung solcher illegalen Deponien, wenn sie denn überhaupt je geräumt werden. Beide Deponien, auf denen wir waren, bestehen jedenfalls bis heute. Die Landesregierung in Brandenburg hat eine Liste all der illegalen Deponien veröffentlicht, die beräumt werden sollen. Ganz oben auf dieser Liste steht die Deponie, die wir uns zuerst angeschaut haben. Das ist aber bis heute nicht passiert. Wisst ihr, ob es bei euch in der Gegend auch solche illegalen Deponien gibt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und schaut euch gerne diesen Film von Hazel von Pocket Money an. Darin erfahrt ihr, welche Arten von Verpackungen ihr schon beim Einkauf vermeiden solltet. Hammerhart. Das ist absolut ungeil, Alter. Alter, krieg ich Hass. Da krieg ich Hass.